Guten Morgen. Marianne hat mir geschrieben, weniger mit einer Frage, sondern mehr mit einem Austausch. Und zwar hat sie mir erzählt, dass sie mit ihrem Mann seit über 30 Jahren verheiratet ist, haben zwei große Töchter in den 20ern und jetzt trennen sie sich, aber wohl im gegenseitigen Einvernehmen. Und das hat so bei mir die Frage aufgeworfen, wie ist es eigentlich nach so langer Zeit, wie man zusammengelebt hat. Ich finde es zum einen sehr mutigen Schritt, zum anderen auch ein Stück weit traurig. Aber vielleicht sollte man das gar nicht so sehen. Ich finde, man sollte sich immer wieder überlegen, ist man eigentlich mit seiner Lebens- und Liebessituation zufrieden? Und die auch durchaus immer mal wieder hinterfragen. Also nicht täglich zweifeln, dann wäre irgendwas schief. Aber so ein paar Jahre immer mal wieder überlegen, wie ist es eigentlich? Und wenn Sie dann immer wieder Ja zu Ihrem Partner und zu Ihrer Partnerschaft sagen können, wie großartig, freuen Sie sich drüber. Falls Sie aber merken, ich bin nicht so ganz zufrieden, nicht gleich alles hinschmeißen, sondern die Chance, diese Erkenntnis nutzen für was Neues, für was Gemeinsames Neues. Nicht gleich alles hinschmeißen, sondern vor allem mit dem Partner darüber reden. Und das trauen sich die meisten nicht. Und das finde ich total schade, denn sie vergeben sich eine riesige Chance. Woher soll ihr Partner wissen, dass sie sich vielleicht in ihrem Leben so verändert haben, dass sie sagen, ich möchte mal ein Jahr im Ausland verbringen oder ich möchte aus unserem Haus mittlerweile in eine Wohnung ziehen. Die Kinder sind raus, jetzt reicht uns eine Wohnung oder ein ganz tolles neues Hobby anfangen. Die meisten schweigen sich aus, irgendwann kommt es dann zum Knatsch und dann trennen sie sich. Vielleicht auch nach 30 Jahren. Marianne, keine Ahnung, Sie haben das, glaube ich, ganz gut durchdacht, aber andere vielleicht. Stellen Sie Ihre Beziehung ganz offen und ehrlich immer noch mal wieder auf den Prüfstand und Sie werden erleben, es wird was Gemeinsames, Tolles dabei rauskommen können.